Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen auf dem deutschen MyProtein-Kanal. Ich bin der Luki, ich bin MyProtein-Ambassador und ich nehme euch heute einfach mal mit so in einem kleinen Video. Ich habe jetzt Mittagspause, ich stehe gerade in meiner Küche. Ich werde mir jetzt einen Smoothie zubereiten. Die Zutaten zeige ich euch gleich. Und dann geht es auch schon bald ins Training. Ich habe so ein Home-Gym, so ein kleines, mit ein paar selbstgebauten Geräten und ja, habe mir da sowas eingerichtet. Ich denke, das interessiert einige von euch, wenn ich euch da mal mitnehme und euch das Ganze so ein bisschen zeige. Werde dann auch noch ein paar Trainingseindrücke für euch festhalten und ja, so viel dazu. Wir starten jetzt mit dem besagten Smoothie. Let's go! So, ich packe da einmal rein das Vegan Blend, davon 50 Gramm. Warum Vegan Blend? Also ich trinke normal schon immer Whey, aber ich probiere jetzt gerade einfach mal dieses Vegane aus. Ich habe das Gefühl, dass ich es besser verdau, dass meine Verdauung damit irgendwie leichter klarkommt. Deswegen, ich probiere es, 50 Gramm davon. Dann nächste Zutat sind 5 Gramm Kreatinmonohydrat. Ist eigentlich egal, wann ihr es nehmt. Ich mache es immer in den Shake rein. Wichtig ist nur, dass ihr es täglich nehmt. Dann 300 Gramm Beeren und 300 Gramm Blattspinat. Da habe ich schon mal eine gute Vitaminbombe für heute. Habe mein Eiweiß drin. Mache noch ein bisschen Süßstoff rein, dass es einfach vom Geschmack her noch besser ist. Und ja, das Ganze im Thermomix gemixt und dann ab dafür. So, das Ganze sieht gar nicht mal so lecker aus, aber ich fülle das jetzt einfach um. Und dann wird es daraus getrunken und dann bin ich gestärkt fürs Training und dann nehme ich euch wie gesagt mit. So, der Shake ist unten. Jetzt vor dem Training mein Booster und zwar besteht der aus schwarzem Kaffee. Und da wir hier auf dem deutschen MyProtein-Kanal sind, natürlich die MyProtein-Tasse, auch wenn der Henkel fehlt, aber ist ja egal. So, ab geht's.
So Leute, fix und fertig. Ja, das war ein kleiner Einblick von mir aus meinem Home Gym, aus meiner Küche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, weil es wird monatlich da Videos von mir geben. Könnt mich auch gerne auf meinem Kanal besuchen, auf Instagram und so weiter. Und ja, hier hinten sitzt die Vero. Im Diätmodus. Also Leute, gebt einen Daumen hoch, gebt einen Kommentar ab und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace out.